Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Red Dead Redemption 2. Mit mir ist Samido Heat und meiner Frau. Wir haben noch keinen Namen für sie, also nennen wir sie erstmal Frau. So, Frau, sag mal was. Hallo. So, und jetzt erkunden wir die Stadt. Jetzt reiten wir. Wir reiten noch nicht. Wir reiten doch, weil es mir zu lange dauert. Okay. Wir reiten, wir sind in St. Denis, oder St. Denis, wie man das nennen will. So, wir reiten. So, und dann... Ja, sie weiß auch nicht, was sie sagen soll. Warte kurz, das ist so viel Verkehr. Ist nicht so sagt Verkehr. Doch, guck mal, überall die Kutschen, die Pferde, die Leute, die überall hier hinlaufen. Gibt's da keine Ampeln, die die beachten möchten, also von daher nervig. Und wollen wir neue Pferde kaufen gehen? Ja. Können wir nicht einfach unser Jimmy 2 tauschen gegen die anderen Pferde, die hier rumlaufen? Wir könnten die tauschen, wir könnten sie klauen, aber... Nein. Das ist böse, ne? Wir wollen ja nicht böse sein. Aber wir sind nett. Ach, der Arme, den geben wir was. Wir geben dem was. Mach ich doch. Okay. Das ist sehr aggressiv. Der Arme, guck mal, er ist blind. Kann nichts sehen. Ein Bettler, der auf der Straße sitzt. Und warum? Oh, was, was ist los, ey? Wir wollten ein Wettrennen machen. So, wir gucken uns mal ein paar neue Pferde an. Wir sind an St. Denis, der größten Stadt in dem Spiel. Und so eine richtige, heftige Stadt ist das auch. So, ich habe alle anderen Pferde verkauft. Jetzt habe ich Jimmy 2. Der erste war ja weg. Wir haben Verbundenheit nur Level 1 momentan. Bei den anderen hatten wir schon 4. Finde ich echt schade, aber Pferde kaufen kann ich gar nicht. Wieso kann ich keine Pferde kaufen? Das ging doch normal. Hier gab es die besten Pferde damals. Ganz viele Sättel und so. Die wurden schon alle verkauft. Wir sind zu spät den gekommen. Den hole ich mir später. Nee, nimm mal den Braun. Der Braun ist wir schöner. Wir haben kein Geld. Wir haben 14 Dollar und wir sind arm. Okay, wir gehen einfach mal zurück. Pflegeleistung können wir uns aber holen. Wozu? Brauchen wir nicht. Nein, guck mal. Dann ist unser Pferd glücklich. Was, wenn wir ihm Leckerli geben, dann ist er auch glücklich. Ja, aber können wir irgendwie doch Pferdevorräte, guck mal, rote Beete. Ja, guck, reicht doch. Dann haut er uns nicht ab. Okay, jetzt haben wir ganz viele Sachen gekauft, nur fürs Pferd, für 8 Dollar. Okay, wir reiten weiter. Okay, Schatz, wo sollen wir hin? Haben wir ein Ziel? Nö, wir können machen, was wir wollen. Okay. Also wir haben hier, sie kennt das Spiel, glaube ich, gar nicht. So, hier ist die Stadt, hier ist St. Denis. Da haben wir fremde Personen, das heißt, das könnte eine Mission sein. Hier ist eine Mission, wir müssen jemanden finden. Ja, dann finden wir mal jemanden. Hier haben wir noch andere Leute, die wir fangen müssen, wahrscheinlich bekämpfen. Und das sind so Hauptmissionen, diese gelben Sachen. So, und wir haben zum Beispiel hier auch noch einen Steckbrief. Da wollte ich eigentlich hin. Mache ich aber jetzt nicht. Jetzt gehen wir dafür hier hin erstmal. Noch 10 Nein, Dollar hingeblättert. Wir werden jetzt den Bösewicht hier fangen. Wo ist er denn? Ja, wir müssen erstmal hier. Guck mal. Meine Frau ist sehr ungeduldig, ja. Wir müssen ein bisschen warten, Schatz. So. Bin ich mit ihr an, Pferd. Okay, nehmen wir einfach runter. Watch yourself. Okay, notice, es muss drinne sein. Alles gut, ruhig bleiben. Ja. Wenn wir ein Kopfgeldjäger okay. sind. Ich bin ein Kopfgeldjäger. Untersuchen wir mal. Wem suchen wir jetzt? Frau, du darfst lesen. Lindsay gesucht. Wofort. Tot oder lebendig? Als oberster Kopf der Lemoyne. Räuber wird er gesucht wegen Bildung einer Miliz gegen den Staat, unamerikanischen Umtrieben, Mord und Ehebruch. Seine Bande wurde im Gebiet der Mosey Flats gesehen. Alle Belohnungsansprüche sind einzureichen bei und werden beglichen von B. Lambert Polizeirevier. St. Denis. Okay, alles klar. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. So.
Und finde Lindsay Wofford in den Mossy Flats. So, Karte. Das ist hier oben. Nee, boah, hier ganz oben. Ich glaube, das sind Sümpfe da oben. Wir werden auf jeden Fall jetzt dahin reiten. Und gucken, was auf unserem und Weg. Den Typen fangen. Natürlich werden wir ihn mit unserem lieben Lasso fangen. Aber wir haben ja noch ein paar Waffen als Sicherheitsschutzmechanismus. So, meine Frau weiß zum Beispiel nicht, wenn ich Hallo sage, dann schlage ich mich halt. Das geht auch. Ja. Hallihallo. Oh, seht ihr? Oben da rechts wird das angezeigt. Hast du gesehen, Frau? Ja. Super. Wir reiten und reiten, bis wir uns verbreiten. Das können immer mal lange, längere Ritte sein. Ich beeile mich schon. Unser Pferd war eigentlich schneller. Ich wollte auch eigentlich den weißen Araber fangen. Habe ich bis jetzt immer noch nicht gemacht. Vielleicht mache ich das mal in einer Folge, wenn keiner zuguckt. Vielleicht fange ich ihn dann. Letztes Mal hat es ja zweimal leider nicht geklappt. So, wir sind schon nah dran, glaube ich. Das ist schon ein weiter Weg. Ja. Gut, dass wir ein Pferd haben. Wenn wir zu Fuß gehen würden, würden wir 2 Tage brauchen. Hier ist jemand. Oh. Werden da Pferde getötet? Nee, Menschen. So. Ich habe den Typen gerettet. Okay. Ich habe 2 Leute getötet, weil die den einfach umbringen wollten. Gucken, was waren das? Ja, oh, Lemony Räuber, sehr gut. Das waren Bösewichter. Habe ich doch gewusst. Und jetzt werden wir alles einstecken. Das ist so eine französische Bösewichter. So, gibt's hier Kopfbedeckung? Nee. Nimm die Waffe mit, die auf dem Boden liegt. Ach, die brauchen wir nicht. Doch, vorsichtshalber. Ja, warte. So, aber dann ist mein Kettle, ist mein Revolver weg. Das ist Fleckos Revolver, der ist besser. Okay. Wo ist er? Ach, da ist so. Komm, Jimmy 2. Oh, eigentlich ist er sie, kommt sogar sofort. Eigentlich ist das ja auch eine sie, oder? Steht das nicht da? Info. Dann nennen wir sie Sissi. 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 So, Sissi, auf geht's. Schade, wir hätten die Pferde auch noch mitnehmen können. Die Pferde sind schon weggerannt. Entschuldigen Sie mich, Mister, wir müssen weiter. So. Hier ist noch jemand, wo wir hingehen können, aber das machen wir später auf dem Rückweg. Oder wollen wir das jetzt machen und danach den anderen da oben? Was sagst du, Frau? Hier haben wir so eine Mission, wir müssen Black Bell. Oh, das ist eine heftige Mission, die kenne ich. Also Black Bell ist eine Frau, die wir befragen müssen zu so einem Typen, die sie uns Stories erzählen muss. Sollen wir das machen, ja oder nein? Ja, okay, dann müssen wir dich immer hin und her rennen. Okay. Wir nehmen Arthur's Hut. Arthur's Hut. So. Wir gehen hier zu der Frau. So, wir lassen unser Pferd hier. Das brauchen wir jetzt nicht. Aber wir streicheln das noch einmal. Guck mal, wir sind nett. Wir loben es. Ne? Wir müssen ja Pluspunkte bekommen. Wir müssen den Sattel auf jeden Fall abnehmen, damit Sissi sich ausruhen kann. Ja, noch heißt es Jimmy, also Jimmy 2. Sissi 2. Wieso Sissi 2? Ja, Jimmy 2. So. Jetzt leise sein, Schatz. Hallo? You're a bounty hunter? Not right now, I ain't. You Black Bell? I'd like to talk to you about your Wild West days. Quickly, da bin ich auch, aber okay. Haben Sie Freunde, die Kopfgeldjäger sind? Well, then you done led them boys here and you none the wiser. Ah, those bounty hunters. My luck had run out sooner. Get inside, I'll tell them you're gone. Oh, no. I ain't hiding from them scalp hunters. Not running from them neither. And fighting? Yeah, if it's just me against him, that'd be a waste of time and nitroglycerin. Well, let me know what I can do. You want that Wild West story, don't you? Yeah.
Yes, I do. All right, get up here quick. Now, when I give you the word, hit that. So. Whole place is wired. Black Bell, I got a contract here for your life or your liberty. We'd sooner it be liberty. That's mighty reasonable, mister. Come here, let me take a look at it. Come on. Oh, come on. Wenn sie sagt, muss ich viel drücken. Okay. Ho, 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 ho! So. Den erwischen wir auch noch. So, wir müssen nach da. Headshot! So, hier kommen noch welche. Oha, das sind eine Herde. Wir wollen natürlich nicht die Pferde töten. Oh, oh, du hast ein Pferd getötet. Das war... Oh. Oha. Das geht ja voll ab hier. Juhu. Okay, das ist fies, aber boom in sein Face. So, Frau, du darfst gerne kommentieren. Ich bin gerade so beeindruckt, dass ich nichts sagen kann. Ja, sie ist beeindruckt. Der mir, das war ein Schuss in die Schulter. Oh, da hat man Schmerzen. So, da ist noch jemand. Ah, Mensch, hat er sich geduckt in Letter bekommen. Aber jetzt nicht. Oh, voll ins Gesicht. So. Das ganze Blut ist geströmt. Puh. Wie ein Feuerwerk. So, you gonna tell me about your Wild West days, running with Jim Boy Calloway? Little Boy Calloway? The only running he did was away from a fight, and that's about the end of it. Well, the man's apparently a famous gunslinger. Yeah, so they say. But, don't get what's famous confused with what's true. The ones of us that lived that life, we was too busy being scared for our scalp to talk to no newspaper writers or dime novel men. Well, what were they like then? Those days they all talk about. Same as now, I guess. Only longer ago. All right. I'm gonna need your picture too, if it ain't a trouble. No, sir, no trouble at all. Can't be worse than those awful drawings on the wanted posters. Hell, great. Look, you stand over there and let me get this thing ready. Okay, wir machen jetzt ein Foto von ihr. Ready? Für den Typi. Pose ändern. Für Posen haben wir denn noch alles? How about this then? Ui, das oh, sieht der geil. Ist gut. Alles klar. Wir machen ein Foto von ihr. So, 3, 2, 1, fotografieren. Bam. Okay. Oh, heftiges Foto. Black Bell. Belly. Black Belly. The Bell. Oh, been running for 20 years. Suppose I'll be running till I drop. Just the way it is. Good luck. Die ist voll alt. Ja, sie läuft auch schon 20 Jahre weg. So, wir haben eine goldene Mission abgeschlossen. Okay, wir mussten einfach nur die Mission machen. War easy. So, ich werde jetzt alles einsammeln und danach werden wir unser Kopfgeld natürlich weitermachen. Wir haben es überlebt, ohne viel Leben zu verlieren. So, mal gucken, ob wir viel Geld einsammeln. Lemony-Räuber sind auch so eine Bande wie die Old Driscos. Jedenfalls sind die böse. Die können wir ruhig ausrauben. Na, Schatz? Ich wollte gerade sagen, ich dachte, der lebt noch. Nein, mich bewegt die alle. So, wieder oben machen wir zuletzt. Jetzt gehen wir hier runter. Platinring. Mm. Es gibt auch hier in der Nähe Alligatoren. Müssen wir auch aufpassen. Nicht, dass wir jetzt so... Da zeige ich euch auch noch später was Cooles, wenn wir soweit sind.
Nicht, dass er denkt, mein Abendessen ist da. Ja, da hat er ganz vieles, also. Von daher passt das schon. Leute, sagt mal, gefällt euch das, wenn meine Frau dabei ist? Ist sie lustig oder ist sie unlustig? Soll ich sie nächstes Mal nicht dabei haben? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Wenn sie nicht lustig ist, dann muss ich sie leider kicken. Schatz, nur für die Gemeinschaft, ja? Das müssen wir machen für alle. So, wir durchsuchen die Truhe. Vielleicht hat sie uns ein bisschen Geld dagelassen. Kekse. Was ist das? Kekse? Ja, das steht auch unten gut. Rechts immer. Dosengemüse. Ach so. Das ist auch lecker, lecker. Bohnen. Ja, nehmen wir alles mit, ne? Vielleicht noch eine Decke. Eine Decke. Guck, was Frauen denken. Ja. Eine Decke, damit man sich zudecken kann, damit man nicht erfriert. So, Premium-Zigaretten, das habe ich schon. Wobei, wir könnten die eine aufrauchen. Wo sind die Zigaretten jetzt? Die waren hier oben, glaube ich, oder? Oder war das hier? Premium-Zigaretten. Aber doch nicht hier. Dann geht unsere Dead-Anzeige voller, aber dafür unsere Energie leerer, aber dafür essen wir gleich was. So, wir haben hier noch was. Hier steht eine Karte. Ah, Zigarettenbilder. Ah, das ist doch für diesen Typen mit dem Kettenraucher. Ja, meine Frau weiß nicht Bescheid, die hat nicht alle meine Videos anguckt. Aber die sind auch neu. Das nehmen wir auch mit. So, was haben wir noch? Hier, alles was leuchtet, können wir anwählen. Waschbecken. Oh, guck mal, da ist eine Kiste. Mach die mal auf. Da in der Ecke. Ja, gemahlener Kaffee. Wir trinken keinen Kaffee, ne, Schatz? Können wir verkaufen. Ja, das stimmt. Okay, das war's. Wir haben alles. Hier auf dem Tisch ist noch eine Karte. Zigarettenbild. Sehr gut. So. Ein Gesetzloser. Berühmte Revolverhelden und gesetzlose Bild 10. Ah, Black Belly ist auch dabei. Lassen wir als Erinnerung. Ranger auch, den haben wir auch vorhin getötet. Flaco Hernandez auch. Sehr gut. So. Jetzt schauen wir nochmal. Hier links haben wir dann noch ein paar Opfer gehabt. So, wir werden nehmen wir was essen. So, wo kann ich denn? Oh, ich springe gerade. So. Ein Brötchen essen wir. Oder eine Schrippe, wie man. Ach, das ist ein Wolf. Oh nein, nicht ihn. Ja, er will uns aber fressen. Ach Quatsch, er hat nur Hunger. Hättest du ihm die Kekse geben sollen? Oh, das arme Pferd. Oh nee, das ist ein Mensch. Der Kopfgeldjäger. Ja, hier waren ganz schön viele, aber auf jeden Fall haben wir auf jeden Fall schön Para gemacht. Oh, es fängt an zu regnen, wir werden nass. Guck mal, hier ist so ein kleiner Hase oder so Frosch. Er ist ein Frosch. Das ist ein Leben. Okay. Mal gucken, er ist tot. Sorry, Schatz. Wie würdest du dich denn finden? Wie würdest du es finden, wenn dich jemand erschießen würde? Ich mach das doch. Und du nur, hast keine Waffe und keine andere Wahl, ha? Weil ich den Frosch gleich essen will. Also in Frankreich isst man Frösche. Ekelhaft. Ne? Le Petit Prince isst auch gerne Frösche. Wir holen uns das Pferd schon mal her. Hol mal deinen Frosch. Ja, wir gehen jetzt zu unserem Froschi-Frosch. Bitte aufheben. Oh, der Arme. Der gehört uns. Der Kadaver ist zwar schlecht, aber ist nicht so schlimm. Das war nur für die Liste. So. Ich glaube, die hatten wir eingesammelt, ja. Aber ihn hier auch. Aber die hier oben nicht. So. Mal gucken, was wir so alles draus haben. Schatz, geht's dir gut? Ja. Sehr schön. So. Willst du noch weitermachen? Willst du noch weitermachen? Weiß ja, nicht. Gerne. Wir will noch weitermachen. Okay, machen wir noch die Folge zu Ende und... Oh. Und dann ist Schluss für heute. Warte mal, so kann ich nicht. Egal.
So. Komm, jetzt reiten wir weiter. Guck mal, okay. Es ist schon dunkel. Ja, wir haben ja noch Zeit. Guck mal, wir wollen hier oben hinreiten. So weit ist das nicht mehr. So, das heißt, wir müssen den Typen nur fangen. Ja, dann mal los. Oder töten die eins von beiden, aber... Kann er sich ja aussuchen, ne? Maria? Können wir ihm ja die Wahl geben. Ja, es kommt drauf an, was das für ein Typ ist. Ich weiß, ist ja auch nicht immer hundertprozentig, wie mich alles so jagen muss. Wir müssen noch was zu uns nehmen. So ein bisschen Energie brauchen wir. So, nee. Ein bisschen Gin. Ach, guck mal, immer passiert hier irgendwas. Der ist aus dem Knast gekommen. Ja. Ja, was soll er denn geben, Mann? Kann er ja seine geschnitzten Messer uns geben. Eine Schweinfarm. Nördlich von Rona. Word is, he's got piles of money. You sure I'm the right person for this sort of information? I ain't saying nothing. Do with it what you will. Okay, das heißt, wir haben Informationen. Wir könnten einen fetten Schweinefarmer ausrauben. Irgendwo nördlich von Rhodes. Werden wir jetzt nicht machen. Vielleicht irgendwann später, wenn wir die Gelegenheit haben. Auf jeden Fall haben wir schon mal die Information dazu bekommen. Wir können aber einmal auskundschaften, ne? Ob der wirklich so böse ist. So, wir werden eine Abkürzung hier nehmen. Hoffentlich klappt das auch. Oh, okay. Ja, das hätte auch schief gehen können jetzt gerade. Ja, meine Frau ist ein bisschen erschreckt. Oh, was war das? Das war ein Salto. Oh nein! Oh, alles gut, Ferdikus, Jimmy. Sorry. Meine Frau nennt alle Pferde Ferdikus oder Lillikus. Oh, alles gut, alles gut, alles gut. Okay, Mädchen, weiter. Ja, das ist immer so der Nachteil an so kleinen Wegen. Alles klar. Ich weiß, was in dieser Folge passiert. Das ist eine ganz spannende Folge. Leider können wir das jetzt nicht in dieser Zeit machen, weil die Zeit einfach abgelaufen ist. Deswegen sehen wir uns in der nächsten Folge weiter bei Let's Play Red Dead Redemption 2 mit mir, Samiro Hit, und eventuell auch mit meiner Frau. Das werden wir noch später sehen. Aber jetzt müsste ich hier erstmal warten. Und in der nächsten Folge hole ich den Kopfgeldjäger, den Kopfgeldtypen da. Genau, mache ich meine Kopfgeldjagd zu Ende. So, den Lindsay. Auf jeden Fall, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein, peace up, lay down. Also, sie hat schon Tschüss gesagt. Gut, ich höre sie nicht immer ganz.